Hallo zusammen. Ich würde gern mit euch über junge KontributorInnen in der freien Softwaregemeinschaft reden. Angelehnt an alten Rocksong haben wir den Vortrag mal Too Young to Rock'n'Roll genannt. Und ja, ich komme vom TechEd e.V., hier vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Wir haben in den letzten Jahren häufig hier auch Jugendworkshops angeboten bei den Grazer Linux-Tagen und machen sowas auch bei einigen anderen Linux- und Open-Source-Konferenzen. Und generell machen wir sehr viele Dinge in der Schnittmenge aus Kindern, Jugend, Bildungseinrichtungen und halt freie Software. Unser Hauptziel ist dabei, dass wir ja die technische Welt und digitale Welt verstehbar machen wollen. Das heißt, uns ist wichtig, dass alle, die irgendwie Technik und digitale Dinge, Software, Hardware benutzen, die Möglichkeit bekommen, sie zu verstehen. Dafür ist freie Software natürlich ein ganz, ganz essentieller Baustein. Und ein Hauptaugenmerk bei uns sind junge Menschen, Kinder, Jugendliche, die auch bei uns in allen Bereichen sehr aktiv sind. Ja, ich selber bin Nick. Ich habe den Verein irgendwann mal gegründet und seitdem tue ich vor allem auch über Konferenzen und halte Impulsvorträge zum Thema Kinder und Jugendliche in der freien Softwarewelt. Hauptberuflich bin ich IT-Consultant, auch für alles, was mit freier Software und Open Source zu tun hat. Meistens auf dem Fahrrad unterwegs. Habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich bin der Lieferando-Fahrer auf nee, für der Lieferando-Fahrer für Open Source Support sozusagen. Ja, Jonathan ist heute leider nicht dabei. Habe mal wieder eine Präsentation von einer anderen Konferenz kopiert. Das ist einer unserer jungen KontributorInnen, die bei uns im Verein aktiv sind und auch außerhalb unserer Organisation ja im freien Softwareumfeld beitragen. So, das Erste, was wir uns mal überlegen wollen, ist, was für Software nutzen Kinder und Jugendliche eigentlich? Und die grundsätzliche Antwort ist klar, ja, alles, was da ist, ne, ist ja erstmal eine kuriose Frage, warum sollen wir uns das überhaupt angucken? Warum sollte da was anders bei sein? Es gibt natürlich so ein paar Software-Kategorien, die man als Kind und Jugendlicher häufig benutzt. Das ist einmal alles, was im Schulumfeld zum Einsatz kommt und alles, was auch zum Spielen und zu Hause in der Freizeit zum Einsatz kommt. Also haben Office-Anwendungen, Lernplattformen, das klassische Webbrowser, verschiedene Messenger. Aber auch halt, wenn Jugendliche dann selber unterwegs sind, dann Navigations-Apps, OpenStreetMap zum Beispiel. Also das sind so klassische Software-Kategorien, wo unsere Kinder und Jugendliche gesagt haben, ja, das sind Sachen, die nutzen wir häufig. Und da kommen auch ab und zu Verbesserungsvorschläge bei raus, ne? Zum Beispiel Moodle ist teilweise, wenn man es nicht sehr stark anpasst, als Lernplattform für gerade jüngere Kinder ziemlich kompliziert, kann unübersichtlich sein. Das wäre eine Sache, was auch ein Kind zum Beispiel als Wunsch haben könnte, dass an einer Software etwas verändert oder verbessert wird. Und ja, das von Jonathan. Jonathan bastelt gerade an einem OS-Int-Tool, um irgendwelche, um Handles, Usernamen zu Personen zu finden im Internet. Also das sind Dinge, wo man erstmal vielleicht sich denkt, naja, sowas werden Kinder schon nicht machen. Ja. Aber tatsächlich zeigt die Realität, dass wenn man wirklich mal auch sehr jungen Menschen im Umfeld von einem Hackerspace oder Makerspace oder von einer dezentralen Organisation wie TechKids die Möglichkeit gibt, sich wirklich frei und selbstbestimmt mit technischen digitalen Lernthemen zu beschäftigen, dann kommt da oft sehr schnell eine ganze Menge spannendes Zeug bei rum.
Was dabei aber immer wieder auffällt, ist, dass Kinder häufig Sachen vielleicht ein bisschen anders halten. Ne? Da gibt es ja den klassischen Spruch, das ist kein Bug, you're just holding it wrong. Ne? Aber Kinder halten Sachen manchmal anders. Und wir entwickeln so ein freies Schulinformationssystem, nennt sich Alexis, kann man auch im Gebäude 12 sich anschauen am Stand. Und immer wenn wir das Jonathan in die Hand geben, dann findet er total kuriose Bugs, wo wir uns dann denken, das kann man anklicken. Ja, und das passiert ziemlich häufig. Und oft haben sie vielleicht auch andere Ideen, wie irgendwas funktionieren könnte, wo man als Softwareentwickler gar nicht drauf gekommen ist, dass man ein UI auch anders gestalten könnte, dass es einen Workflow und Use Case gibt, der einfach anders abläuft, als man sich das vorgestellt hat. Das ist jetzt gar nicht speziell auf Kinder bezogen, ne? Das kommt immer vor. Als Softwareentwicklerin lohnt es sich immer mal, den Elfenbeinturm zu verlassen und zu gucken, was machen die Leute, die mit meinem Kram arbeiten müssen eigentlich. Ja, wie gesagt, Kinder haben häufig wirklich nochmal vielleicht einen anderen Blick darauf, wie ein Tool funktionieren sollte. Und wir sind alle Hacker, auch Kinder, ja. Es gibt so eine typische Kindphase, also jedes Kind wird als Hacker geboren, sage ich jetzt einfach mal, ja. Jedes Kind lernt dadurch, dass es eigentlich agiert wie ein Hacker. Es nimmt seine Bauklötze und schmeißt sie hin oder macht seine gebaute Burg kaputt und guckt, was passiert. Ja, oder es schmeißt Sachen auf den Boden und die gehen kaputt und es lernt dadurch was. Und das machen Hacker auch, Sachen kaputt machen. Und die Phase, wo man es dann wieder ganz macht, die kommt ein bisschen später. Ne? Aber grundsätzlich ist die Mentalität da. Bis dann irgendwann, habe ich das hier drin? Ich glaube, ich habe das. Ups. Vielleicht lerne ich auch noch, das zu bedienen. Irgendwann kommt dann das öffentliche Schulsystem und macht ganz viel von dieser Hacker-Mentalität kaputt. Ja? Und irgendwann landet man dann hoffentlich in einem Hackerspace und lernt wieder, wie man Hacker ist. Ja? Aber jedes Kind ist erstmal ein Hacker. Und das ist eine ganz wichtige Phase, in der auch geprägt wird, wie Software genutzt wird. Und wenn man diese Phase jeder Möglichkeit, die man hat, verlängert und einfach dafür sorgt, dass diese Hacker-Mentalität nie verloren geht oder ganz verloren geht, dann kriegt man Kinder auch dafür begeistert, dass sie wirklich auch freie Software nutzen und dann mitgestalten wollen. Denn dann ist das einfach Normalität, dass man nicht einfach eine TikTok-App runterlädt und sich die Videos anguckt, die man sich jetzt halt gerade angucken soll, laut TikTok, ne? Sondern dass man Sachen auch kaputt machen und ganz machen und gestalten kann. Ja, also diese Normalität wollen wir einfach erreichen, dass nicht die Konzerne gewinnen, die wollen, dass Kinder genau das, was ihr Algorithmus, um mal einen Hype-Begriff zu benutzen, ne, was ihr Algorithmus will, dass sie sich angucken und womit sie sich beschäftigen, sondern dass sie ja selbstbestimmt tun und auch wissen, dass sie nicht nur konsumieren können. Ja, aber das ist gar nicht so leicht. Ja. Jetzt kommt so ein bisschen der erhobene Zeigefinger und eigentlich der Punkt, warum ich mit diesem Vortrag über Konferenzen toure und Leute darauf aufmerksam mache, dass es durchaus sehr junge Menschen in der freien Softwaregemeinschaft gibt und selbst wenn es noch nicht sehr viele sind, dass es sich vielleicht lohnen kann, ihnen das Leben und den Einstieg in der freien Softwaregemeinschaft leichter zu machen. Es gibt natürlich einige Hürden, wenn man mit jungen Menschen zu tun hat. Ne? Angefangen mit rechtlichen Hürden. Lizenzen sind juristisch betrachtet Willenserklärungen. Ja? Also ein Kind, was nicht voll geschäftsfähig ist, kann grundsätzlich eigentlich auch nicht Code, was es schreibt, unter eine Open-Source-Lizenz stellen. Das lässt sich relativ einfach lösen. Ne? Das können die Eltern einmal erlauben und die Genehmigung erteilen, dass das Kind grundsätzlich solche Willenserklärungen in Form von Open-Source-Lizenzen abgibt. Das ist also relativ einfach zu lösen. Das etwas schwierige Problem ist, dass viele Online-Plattformen
junge Menschen aussperren und aus verschiedensten Gründen sagen, hier gibt es eine Altersschranke. Die Plattform darfst du erst ab 13, 16, 18 Jahren benutzen. Und dann haben wir ein kleines Problemchen, denn dann haben wir entweder die Möglichkeit zu sagen, naja, du bist jetzt 11 oder 12, du schreibst zwar coole OS-Int-Tools und programmierst an einem freien Schulinformationssystem mit und hast vielleicht nette Ideen, aber warte mal noch 3 Jahre, ja, bis du uns das sagst. Ja. Das wäre die eine Möglichkeit. Oder sag mal deinen Eltern Bescheid, dass die mit uns reden oder so. Ja. Kann man auch machen. Ist aber irgendwie doof, finde ich. Oder wir müssen als Community hergehen und sagen, ja, da steht zwar, ich bin 16 Jahre alt, klick einfach mal auf Akzeptieren. Aber das versuchen vernünftige MedienpädagogInnen ja eigentlich Kindern sowie Erwachsenen seit ein paar Jahrzehnten mittlerweile auszutreiben, einfach auf Akzeptieren zu klicken. Da haben wir also durchaus ein kleines Gewissensproblem. So ein paar Beispiele zu nennen, das absolute Evergreen GitHub, ne? Der Platzhirsch, ja, früher war es SourceForge, als SourceForge dann überlegt hat, wir machen unsere Code-Hosting-Plattform mal komplett kaputt, sind alle zu GitHub gerannt und ja, mittlerweile gehört GitHub Microsoft und das ist natürlich eine kommerzielle Plattform und jetzt möchte ich gar nicht das schlecht reden, dass es auch kommerzielle Plattformen gibt. Kommerzielle Interessen sind, ja, ob man es gut findet oder nicht, ein Eckpfeiler unserer Gesellschaft, wie sie aktuell funktioniert, funktionieren sollte, vielleicht funktioniert. Aber wir haben hier einen Konflikt zwischen dem, was wir als freie Softwaregemeinschaft eigentlich wollen, nämlich selbstbestimmte Beteiligung durch Menschen und den kommerziellen Interessen von einer Firma wie Microsoft. Die wollen ja auch nur Geld verdienen, okay, und Daten, ne, von mir aus. Aber dadurch, dass sie halt Geld verdienen wollen und zum Beispiel GitHub Premium verkaufen und dass sie sehr prominent dafür sorgen, du könntest hier auch GitHub Premium kaufen und so weiter und so fort und GitHub Copilot, Nuggets, Coins, wie auch immer das heißt, fallen sie halt unter ein amerikanisches Gesetz namens COPPA, das Children Online Privacy Protection Act, das sich gar nicht so sehr mit Privacy beschäftigt, sondern eigentlich mehr damit, Kinder vor kommerzieller Werbung zu schützen. Und deswegen muss GitHub tatsächlich Kinder unter 13 Jahren aussperren, weil sie unter dieses amerikanische Gesetz fallen. Wir haben das damals als Verein, als diese Altersschranke eingeführt wurde, die gab es nicht immer, haben wir mit der Rechtsabteilung von Microsoft eine relativ langweilige Diskussion gehabt, bei der rauskam, dass sie eingesehen haben, dass sie einfach nur die große fette Werbung wegmachen müssten und das GitHub Premium ein bisschen diskreter verkaufen müssten und dann müssten sie auch keine Kinder aussperren. Weil datenschutzrechtlich war es erstmal in Ordnung, man braucht eine E-Mail-Adresse und Passwort, Punkt. Das ist okay, ne? Das dürfen auch Kinder. Aber wegen der kommerziellen Interessen sind sie nun ausgesperrt. Und mittlerweile gibt es natürlich auch noch größere Datenschutzprobleme durch die Verarbeitung von Code und so weiter, durch Sprachmodelle, GitHub Copilot. Ist mittlerweile sogar so, dass nach EU-Recht, DSGVO, Kinder eigentlich mindestens 16 sein müssen, um ja GitHub benutzen zu dürfen. Ach ja, und auch ganz wichtig hier, Elterneinwilligung wird nicht akzeptiert. Es gibt auch nicht die Möglichkeit, dass man mit Genehmigung der Eltern sich registrieren könnte. Man hat also eigentlich nur die Chance, nicht mitmachen oder halt die Nutzungsbedingungen zu ignorieren. Ähnlich ist es bei Discord, was sich leider verbreitet wie ein ganz ekelhafter Fußpilz im Open-Source-Umfeld, Chat-Plattform. Kriege ich immer öfter das Kotzen, wenn ich sehe, dass irgendwo wieder steht, ja, wenn du Fragen zu unserer Software hast, dann komm auf unseren Discord-Server. Und hier haben wir auch eine Altersschranke von 16 Jahren. Aus gar keinen wirklich ersichtlichen Gründen erstmal auf den ersten Blick, sondern einfach, weil wir es können. Wir wollen halt keine unter 16-Jährigen hier haben.
Vermutlich, weil Discord eigentlich an Gamer gerichtet ist. Und Gamer-Communities sind nicht unbedingt für ihren Hang zu Jugendschutz und Jugendfreundlichkeit, was diskutierte Themen angeht, bekannt. Das ist wohl der Hintergrund, warum Discord hier diese Altersschranke hat. Auch da wird es mittlerweile schlimmer. Die Datenschutzbedingungen von Discord werden auch immer schlimmer. Jetzt gerade wollten sie sämtliche Chats und so weiter einfach mal in ChatGPT einwerfen. Da sind sie nicht mit durchgekommen. Da gab es einigermaßen Gegendruck aus der Community. Aber auch hier haben wir eine Altersschranke und auch das ist eine Plattform, die sich leider immer weiter verbreitet. Auch hier kann man jetzt sagen, naja, aber Discord nutzen doch sowieso alle und auch viele Kinder und Jugendliche nutzen doch Discord sowieso zum Spielen und so. Aber das ist aus unserer Sicht nicht die nicht das, was wir tun sollten als Gemeinschaft, Kindern zu zeigen, naja gut, ist halt okay, wenn du da darfst da eigentlich nicht sein, aber mach halt mal. Und wenn wir dann Werbung dafür machen, dann verleiten wir natürlich auch Kinder dazu, datenschutzmäßig und rechtlich wirklich fragwürdige Dinge zu tun, wenn sie denn jetzt zeigen wollen und mitmachen wollen, was sie hackingtechnisch denn nur drauf haben. Die DSGVO zum Thema Datenschutz ist was, wo viele Leute Angst vor haben. Es ist aber eigentlich ein relativ einfaches Gesetz. Also die Prämisse ist sowieso ganz klar, ne, beim Datenschutz. Du darfst keine Daten sammeln. Und wenn man es jetzt einfach auch nicht tut, dann ist eigentlich auch alles ziemlich einfach. Ja. Ansonsten gibt es auch noch eine einfache Faustregel, was Kinder angeht. Die DSGVO sagt, Kinder auch unter 16 Jahren, wenn sie erwartungsgemäß bei durchschnittlicher Entwicklung die Konsequenzen überblicken können, dann dürfen sie auch in Datenschutzerklärungen einwilligen. Ja, also wenn ich da reinschreibe, wir speichern deine E-Mail-Adresse und einen Hash von deinem Passwort, damit du dich einloggen kannst und wir geben das nie an irgendwen weiter, ist das ziemlich überschaubar. Und dann hat man als Plattform auch kein Problem mit Einwilligungen und Altersschranken eigentlich. Ja. Also so kann man durch freie Plattformen, danke, keine kommerziellen Interessen, keine Datensammelinteressen verfolgen, auch relativ schnell Hürden abreißen. Für diejenigen, die jetzt sagen, ja gut, Kinder sind zwei, drei, die da vielleicht dann mal irgendwie was beitragen würden, das ist ein ziemlich theoretisches Problem. Ja, ist ein theoretisches Problem, ist aber auch ein Henne-Ei-Problem. Ja, wenn ich Kinder konsequent vor der Tür stehen lasse, brauche ich mich nicht wundern, wenn keine reinkommen. Ja. Aber es sind auch Erwachsene betroffen, das ist was gerne übersehen wird. Alle Plattformen, die erstens kommerziell sind und zweitens in den USA gehostet sind oder von einem US-Unternehmen betrieben werden, fallen unter US-Exportregulierungen. Das heißt, alle NutzerInnen und KontributorInnen, die in Ländern sind, die aktuell unter US-Wirtschaftsembargos stehen, zum Beispiel auch Iran, Syrien, Russland aktuell, egal was man vom russischen Angriff auf die Ukraine halten mag. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass es garantiert eine ganze Menge Open-Source-Hacker in Russland gibt, die überhaupt keinen Bock auf Krieg haben, aber trotzdem jetzt unter diesem Embargo stehen. Ja, und eigentlich jetzt auch da nicht mehr mitspielen dürfen auf den kommerziellen Plattformen. Ja, also auch Erwachsene sind betroffen, nicht nur Kinder. Gut, Mentoring ist auch eine wichtige Sache. Ne? Es gibt nicht nur rechtliche Hürden, natürlich muss auch pädagogisch mit Kindern gearbeitet werden. Aber wir sind der Ansicht, dass es eigentlich nicht nur was auf Kinder bezogen ist. Mentoring ist in jeder Community, die ein bisschen größer wird, ein wichtiges Thema. Wir können grundsätzlich davon ausgehen, dass es Erwachsene gibt, die ähnlich viel Mentoring brauchen wie Kinder. Und wir können davon ausgehen, dass es auch Kinder geben wird, die ähnlich wenig Mentoring brauchen werden wie ein Erwachsener, wenn man von klassischen Alterserwartungen ausgeht.
Das heißt, wenn ich eine Open Source Community in irgendeiner Form pflege, dann sollte ich mir sowieso Gedanken über Mentoring machen, wobei Kinder dabei natürlich regelmäßig andere Herangehensweisen, andere Ansätze brauchen, vielleicht andere Sprache, Formulierungen. Man kann von einigen Grundwissen vielleicht noch nicht immer ausgehen. Aber wie gesagt, eigentlich sollte das nicht abhängig sein vom Alter, sondern wirklich ein ganz individuelles Problem sein. Ja. Und als Organisation will man natürlich eigentlich auch ein Präventionskonzept haben, ne? Wenn man Kinder und Erwachsene in eine Community wirft, möchte man eigentlich dann auch ein Präventionskonzept haben, dass Kindern da letztendlich nichts Übergriffiges passiert. Wobei auch das eigentlich kein wirkliches Kinderproblem sind. Wir haben mittlerweile kein wirkliches Kinderproblem ist, sondern einfach eine Code of Conduct Frage. Codes of Conduct verbreiten sich in Communities sowieso immer weiter und hier kann man Kinder auch einfach von vornherein mitdenken. Ja, das heißt, die Prävention haben wir eigentlich in der Open Source Gemeinschaft mittlerweile auch schon drin. So, was kann man tun? Erstmal zum freien Software-Grundsatz, Free as in Speech. Und grundsätzlich schränkt die Free Software-Definition von der FSF oder von der FSFE grundsätzlich nicht ein, dass freie Software nur für Menschen mit bestimmtem Alter, bestimmter Herkunft offen ist. Ja, also hier sollten wir wirklich gucken, dass Schranken eingerissen werden. Und wir sollten Kindern genauso wie allen anderen Leuten zuhören und nicht vom Alter ausgehen und sagen, naja, ein 10-Jähriger wird ja schon nichts beitragen. Sondern erstmal den 10-Jährigen anhören. Ja, das ist eine ganz wichtige Grundlage. Und vielleicht auch dabei helfen, wenn ihr in einer User Group oder in einem Hackerspace aktiv seid und da sind Kinder, dann helft ihnen, mit Communities in Kontakt zu treten. Ja, wenn ihr seht, da hat jemand einen Bug gefunden und kann den vielleicht fixen oder will eigentlich ein neues Feature in irgendeiner Software haben, was man machen kann, helft ihnen dabei, helft ihnen, Sachen einzureichen und mit den großen, erwachsenen, bärtigen Hackern irgendwie zu kommunizieren darüber. Ja. Genau. Und lasst euch keinen Quatsch erzählen. Ne? Kinder brauchen mehr Schutz als Erwachsene, natürlich. Ja. Aber dann, also im Hinblick darauf, ne, dass man sagt, ja, aber das mit den Nutzungsbedingungen, dass die erst ab 13 oder ab 16 den Zutritt erlauben, das ist ja nur zum Schutz, ne? Ja, aber gut, dann nutzt doch Tools, die einfach keinen gefährlichen Quatsch machen, wie Sprachmodellanalysen oder Daten zu Marketingzwecken sammeln. Ja, dann muss man sie auch nicht davor schützen. Und ansonsten schützt doch einfach alle. Ja. Und ja, zu der Frage, ob es nur wenige oder viele sind, die als junge Menschen beitragen, habe ich schon ganz viel gesagt. Mögen wenige sein, aber nicht null. Ja. Und einer ist schon mal super. Und es werden auch mehr. Ja, also lasst euch da keinen Quatsch erzählen, dass das ein theoretisches Problem sei. Ist von mir jetzt leicht gesagt. Genau. Und geht mit doch bitte mit gutem Beispiel voran. Jemand muss anfangen, das ist ein Henne-Ei-Problem. Ja. Gestaltet offene Communities, dann kommen auch die Community-Mitglieder. Ja. Nutzt offene Plattformen, es gibt Codeberg, speziell für Bildungssoftware gibt es EduGit. Es gibt Element und Matrix, es gibt Discourse als Diskussionsplattform, es gibt Mailinglisten. Alle diese Sachen sind in der Regel ganz altersunabhängig zugänglich. Oder nutzt oder bietet zumindest einen zweiten Kanal an. Ja, sagt den Leuten nicht, nutzt unseren Issue-Tracker, alles andere ignorieren wir. Akzeptiert, dass es Leute gibt, die euren Issue-Tracker vielleicht nicht benutzen können. Und akzeptiert vielleicht dann auch noch was per E-Mail. Das ist zumindest ein Anfang. Ja. Genau, als User Group helft Kindern, teilzuwerden der Gemeinschaft. Wenn ihr Hilfe braucht, wendet euch an TechKids. Wir sind eine offene Gemeinschaft. Jeder, der unsere Werte vertritt und gut findet, kann dazugehören. Wir helfen dabei mit pädagogischer Erfahrung und auch oder auch didaktischer und technischer Erfahrung. Ja, und ich habe mal wieder keine Zeit für Fragen gehalten können, so richtig. Eines schaffen wir vielleicht noch. Gibt es Feedback oder Fragen zum Thema? Ansonsten sind wir auch am Alexis-Stand im Gebäude 12. Können wir mit uns quatschen kommen.
Da sind auch tatsächlich KontributorInnen, die als relativ junge Menschen angefangen haben, zu freier Software beizutragen. Alles klar. Ja, dann danke ich euch dafür, dass ihr jungen Menschen den Weg in die Open-Source-Gemeinschaft ebnen wollt und wünsche euch noch viel Spaß bei den Grazer Linux-Tagen.